Ja, Heinz, he? Wir kennen uns schon von früher, aber jetzt hier in der Ecke, da sind wir noch nie zusammengekommen. Jetzt haben wir eben gesagt, wir machen mal eine Aufnahme. Du hast gesagt, Aufnahme klappe die erste, gell? Ja. Und wir haben uns natürlich ja, gekannt, was du eben noch gesehen hast. Und inzwischen bist du ja sehbehindert. Man sieht dich dann, oder? Wie du rumlaufst. Und ich habe lange eigentlich gar nicht gemerkt, dass du sehbehindert bist. Ich habe dann alle gesehen, der Heinz läuft. Aber bist du nur gleich freundlich gewesen wie vorher? Okay. Ja, ja, hast du nur genau gleich. Über die Straße durchgerufen. Hoi, Hans-Jürg und so weiter. Und dann hat man mir gesagt, ja, der sieht eben nur gut, oder? Mhm. Aber du bist ja so sicher rumgelaufen. Also mir ist das jetzt ehrlich einfach nicht aufgefallen, deutsch und klar gesagt, oder? Nachher hast du mir dann noch ein bisschen erzählt und da bin ich wirklich also erstaunt gewesen, wie du das Meister bist. Wie ist das jetzt zu dem gekommen, Heinz? Ja, vor 5 Jahren hatte ich einen Aortenriss gehabt. Also Hauptschlagader hat es gerissen. Dann bin ich notfallmässig ins Spital gekommen. Dann hat man das beheben können. Alle haben super gearbeitet, die Rettung. Der Pilot im Heli und die jetzt Tür im Triemli, alles super. Und ja, bei der ersten Zeit bin ich im Koma und man hat nicht gewusst, komme ich nochmal. Also es war wirklich spitz auf Knopf gewesen. 7 Tage, dann langsam bin ich verwacht und ja, wo bin ich? Hat dann nicht so recht gewusst, ja, die Augen haben nicht funktioniert. Irgendwie habe ich nicht gesehen und dann hat das gar nicht gecheckt, dass ich eigentlich da irgendeine Sehbehinderung könnte haben. Jetzt ist wahrscheinlich einfach zu viel Blut verloren gegangen und meine Sehnerven haben gelitten. Die haben zu wenig Sauerstoff gehabt. Also sonst ist kein Schaden zustande gekommen. Hirn funktioniert nach wie vor in meinem, so wie ich es gerne habe. Eben, wenn man dir das gegenüber ist, weißt du, du schaust ja, du schaust einem es vielleicht nicht gerade so in die Augen, das sagst ja, das vermisst ich ja, aber man merkt es nicht wirklich, also das ist ein grosser Unterschied zu blind sein, oder? Ja, sehr viel. Also ich sehe etwa 3-4%, das heisst Umriss und ein bisschen kontrastreiche Farbe sehe ich gut, aber eben auf 5 Meter ist alles Nebel. Und wenn ich jetzt die anschaue, gerade, dann bist du wie ausblendet. Jetzt schaust du gerade. Ja, jetzt bist du wie ausblendet. Dann sehe ich kein Umriss, nichts. Da ist wie ein Balken da davor. Und links und rechts habe ich so Seefelder, wo ich noch ein bisschen etwas sehe. Aber eben also gesehen wäre etwas anderes. Es sind einfach nur Schatten und grobe Umriss. Aber das ist viel, viel mehr als total nicht mehr gesehen. Also blind. Und was dir natürlich auch entgegenkommt, du bist natürlich ein Sportler gewesen, bist ein Judoka gewesen, gell? Du hast ja 30, 40 Jahre Judo gemacht, also jawohl, die Sportlichkeit kommt dir natürlich schon entgegen, oder? Ja, natürlich. Das ist, von dem zehrt man lang. Ja. Eben, es ist ja unglaublich, was du alles hast müssen lernen und so weiter. Du hast mir das aufgeschrieben, so in einer Platte. Ich zeige das mal so, ist es vor das Gesicht erkippt. Und jetzt hast du gesagt, du könntest stärker lesen. Also, jawohl, ich habe natürlich zwei gute Assistenten. Ein Assistent ist das Telefon, meine Fonia, nicht Sonja, Fonia. Ja. Und der Sticky, das ist der blinde Führstock. Mit dem Toni mit einem grossen Zeigefinger einfach das Zeug abtasten, halt, wenn ich rumlaufe. Und ja, wenn man es nicht sauber macht, geht man ab und zu mal auf die Nase. Und dann, das ist mir passiert vor 1,5 Jahren. Dann habe ich die Achsel rausgehauen, 2 Sehnen ab. Und ja, hätte nicht müssen sein. Es ist einfach flüchtig, nicht achtsam. Ist der Riese, hast du gesagt, oder im Triesenberg? Im Triesenberg, Posthaltestelle, ja, bin ich über ein Möhrli gestolpert und dann hat es mich wie ein Amulett in der Pfanne hat's mich hergetatscht. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist es nur gut. Also, ja. Ja, ich war halt im Notfall wieder ins Spital und das hat man dann können beheben. Mittlerweile funktioniert das wieder einwandfrei, ohne bleibenden Schaden. Ja, gut, du bist ja wirklich, also, ja, das also, ist meine kommt dir jetzt gut, gell? Die körperliche Betätigung mit Sport, das war schon wichtig. Und das hat der Arzt auch gesagt, mein Gelenk sah aus wie von einem 20-Jährigen, keine Arthrose, nichts. Das hat mich natürlich riesig gefreut. Mhm. Oder wenn ich die Gelegenheit bekommen in dem, ja, was ist es, MRI oder CT, hat man das natürlich bestens gesehen. Ja. Und du lächelst schon, weißt du? Du hast schon irgendwie den Humor trotz allem nicht verloren. Ja, gell? Das ist eine Herausforderung und ich liebe eine Herausforderung. Ja. Also einfach 0815 alltagsgleich, ist nicht meins. Und es ist auf eine Art, es tönt jetzt ein bisschen
komisch oder weiß nicht, wie man das sagen kann. Es ist auch ein Geschenk. Durch das, dass ich viel nicht sehe, muss ich es anders wahrnehmen. Ich nehme es bewusster wahr. Und das ist das Geschenk dabei. Ja. Natürlich würde ich gerne sehen. Und all die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, die verblassen mit der Zeit. Obwohl ich eine sehr angeregte Fantasie und Vorstellung habe, die kommen natürlich zu gut. Auch wenn ich in der Region herumlaufe oder unterwegs bin, in die Zähre von diesen Bildern von früher, die ich habe und mich mit wenigen Anhaltspunkten orientieren kann. Also da braucht es irgendein spezielles Gebäude, wo ich den Umriss sehe und auch Geschichte, wo ich mich bewege, fortzu, wo ich jemanden sein könnte. Das hilft mir enorm. Und sonst müsste ich mehr daheim sitzen bleiben und könnte nicht so unterwegs sein. Ja. Weil unterwegs bin ich immer gern gewesen. Und weißt, früher hat man ja viel gelesen, wenn ich so Fernsehen und Ergs kam. Mit dem Lesen hat man sich viel vorstellen können. Und jetzt bei dem Autofahren, du entdeckt, habe ich bei dir auch gedacht, du liest die Welt, gell? Du hast mir eigentlich der Reihe nach gesagt, im Auto hineingehockt, hast mir der Reihe nach gesagt, was kommt, oder? Ja. Ja. Obwohl ich wirklich fast nichts gesehen habe. Ja. Und das erstaunt manchmal die Leute ein bisschen. Ja, sieht er wirklich so schlecht? Ja, es ist nicht viel, was ich sehe. Genau. Aber eben, du könntest es auch nie lesen. Da. Nein, ich sehe, dass hier ein weißes Blatt ist. Und ja, dass da irgendetwas drauf ist. Ja. Was hast du gesagt, was sagt das Handy? Die Sonne oder Zusi? Fonia. Fonia? Also, vom Telefon. Fonia. Also Fonia. Ja. Zeig mal mit der Fonia, wie das du, wie ja. du das. Ist das übrigens jetzt, was du hier machst? Kann das jeder machen? Weißt du, das Programm? Oder ist das etwas Spezielles? Also, es ist einfach, das Telefon hat eine spezielle Software drauf. Grundsätzlich zum Bedienen. Jawohl. Aber es sind natürlich ein Haufen Apps, verschiedene Anwendungen, die mir helfen. Wo fährt der nächste Bus? Wenn? Wo bin ich gerade? Es hat auch einen Anwender für mich, wo ich Kopfhörer ins Ohr und dann führt es mir halt all paar Meter, sagt es mir links, rechts, geradeaus. Wie weit geht es noch? Wie lange geht es noch? Es ist wie im Auto, aber halt einfach ein bisschen langsamer. Jetzt schauen wir mal zu, wenn du da auf dem Handy rumtippst. Warte mal. Ja. Ich nehme mich wunder, ob man das sieht. Ich weiss nicht, ob man es gesehen hat. Ja. Spiegelt jetzt hat ein bisschen. Gell? Ja, aber und ich habe das, ich könnte es jetzt auch noch ausblenden. Weißt, ja, dunkel, ja, da kann es niemand ja, bei denen. Jawohl, ja. Und dann muss ich dann natürlich so mal starten. Und jetzt habe ich das ja schon aufgenommen. Ah, du hast das... Ja. Ich habe es jetzt schon aufgenommen, aber ich kann es jetzt noch mal machen. Jetzt gehe ich zurück. Ah, du hast vorher, wo du es aufs Blatt da hast, jawohl, hast du es gerade schon aufgenommen. Jetzt muss ich da halt ungefähr... Stabil halten. Ah, ja, okay. Jetzt hat es ein Bild gemacht. Überprüfungsergebnis. Jetzt. Überschrift. Riebe hin, die Run umzugehen, wie ich in den letzten 3 Jahren gelernt habe, damit möchte ich mit Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, Mut machen. Da liest es alles vor, was du ja, da geschrieben ich hast, nicht, gell? Ich habe da eine Vorrichtung, wo ich das sauber drunter legen kann, wie ein Scanner. Jawohl. Dann lege ich das Telefon oben drauf, Taste drauf, drücken. So kann ich auch ein Buch lesen. Wahnsinnig. Ja, oder dann gibt es natürlich auch Hörbücher. Ja. Aber ich habe immer noch gerne ein Papier, das man mitnehmen kann, das nicht so schnell gelöscht werden kann. Also, ja, ich kann mir es so vorlesen lassen. Ja. Es funktioniert genau gleich mit SMS oder E-Mail oder WhatsApp. Das liest mir alles vor. Und wenn ich etwas schreiben will, dann tue ich es reden. Das wird übersetzt. Dank Technik kann man heute natürlich als Sehbehinderte sehr viel mehr machen als nur vor 10 Jahren. Hätte es das alles nicht gegeben. Dann machst du eigentlich eben, du machst täglich Gedächtnistraining eigentlich für deinen Alltag. Das ist ja wichtig. Selbst sowieso, das ist schon, ja, ist schon immer mein Hobby. Ja. Lernen ist ein Hobby. Ist das Miss Fonia? Gut, okay, das verstehe ich jetzt. Aber wie ist es denn mit dem Mr. Sticky? Wo hast du denn selbst gelernt? Was ist mit dem Stock? Ich bin ja wie. Jetzt muss ich mal schnell aufstehen, du hast einen Stock, gell? Ja, ich habe den natürlich immer dabei. Den kann man zusammenklappen und versorgen, ja, so dass er einem nicht stört, wenn man irgendwo ist. Und sonst, ja, lernst halt einfach mit dem Stecken, wie du zum Beispiel Stegen auflaufen, an Tritt her pendeln und, oder abwärts ein bisschen tiefer, das weisst, wenn der Boden kommt. Es hilft schon. Also,
Ja, wir sehen es ja dann noch. Wir laufen ja dann ohnehin. Oder? Also man fühlt sich wesentlich sicherer, wenn man den Stock hat. Ja, aber es ist schon eine gewöhnliche Sache, nicht? Natürlich, ich war für das eine Weile im Blindenheim, um ein paar Sachen zu lernen. Und hast du so das Gefühl, also weißt, ist es besser noch so wie du? Oder sagst du, siehst noch Umriss 5 auf 6 Meter? Oder wenn du ganz blind bist? Weißt, ich meine, was ist besser, um zu lernen mit dem Stock? Ja, sicher mit. Also meinst? Wenn du noch ein bisschen etwas siehst. Ja? Ja, ja. Schon? Also, nein, das ist kein Thema. Also du verlässt dich, ich komme noch ein bisschen aufs Sehen. Absolut. Ja. Ja, ja, ja. Eben das Grobe sehe ich. Und das Feine muss ich halt mit dem Stock, weil 3 cm Hindernis, die kippen die um. Ja. Das weiss jeder, wo mal schon über eine Wurzel gestolpert ist. Und sieht. Ja. Aber du hast gesagt, du willst hier den Regen das Weg oben durchlaufen. Das heißt, du von da weg schon auf den Buchs gelaufen? Bin ich, ja, ja. Aber da hat es ja Wurzeln und Unebenheiten. Also. Ja, da laufst du ein bisschen langsamer. Aber es ist dann eben eine Herausforderung. Diese Sachen probiere ich ab und zu aus. Oder irgendwo hinzugehen, wo ich noch nie gesehen bin. Einfach mit Hilfe mit der Folie, eben mit dem Handy. Ja. Mich führen zu lassen. Ja. Und ja, es ist dann besser, wenn natürlich jemand dabei ist und mir ein bisschen sagt, wo und was ist. Ich bin da schon um den Katzensee rumgelaufen mit jemandem, der einfach voraus war und habe gesagt, da musst du jetzt ein bisschen schauen, ein bisschen links. Ja. Es geht, man hat ein bisschen länger, als wenn man sieht. Aber für mich ist es einfach eine Befriedigung, wenn etwas gemacht hat, das jetzt einfach nicht im Alltag einfach so einfach geht. Oder? Ja. Ich bin das letzte Jahr auf einem Alfierui. Mhm. Und dort ist eine Blinde reingelaufen. Ja, ja. Also, und dort hat es ja rechte Steine und Tritt und Zeug und Sachen. Es ist jetzt nichts Verrücktes, aber also, ich muss sagen, ich bin manchmal fast mehr gestolpert als sie. Sie hat dann gesagt, aha, Wertzig, vielleicht jetzt ein bisschen komplizierter. Aber Ui ist ich wirklich also fast wie ein Wiesel dort. Ja, ja, ich bin auch schon da hinten vom See da hochgelaufen. Ja. Der Gas auf ist viel einfacher als abwärts. Weil abwärts geht es einfach ins Leere, wenn dann nichts kommt. Ja. Und aufwärts stolpern ist vielleicht mal über eben einen Tritt. Ja. Und passiert nicht so viel. Aufwärts wie gehen ist nicht schwierig. Jawohl. Abwärts einfach. Eben, du hast ja da, ja, also ich weiss es selber, also ich bin jetzt schon bald 70 und manchmal bei einer kleinen Unebenheit, oder, kommt man nicht stolpern und man kann sich nicht mehr gleich gut fangen, man hat nur die gleiche Reaktion, also ich kann mir es gut vorstellen, wie das ist, oder? Ja, das sind alles ab und die Feinfühligkeit, Koordination und Alkohol zum Beispiel, das kleinste bisschen merkst, die Feinmotorik ist einfach gestört. Also, wenn ich allein bin, gibt es keinen Alkohol, weil ich einfach dann nur die gleiche Wahrnehmung habe. Darum, jetzt bist du mit Rivellen unterwegs. Ja, ein bisschen etwas trinken musst du dabei. Und hast schon Rivellen dahin, oder? Ja, natürlich. Nein. Ich habe immer den Rucksack dabei, weil du hast freie Hände. Ja. Ob es beim Posten ist oder sonst etwas. Genau, ja, ja. Dann noch natürlich Radio, Fernsehen. Wie läuft denn der? Fernsehen habe ich keinen, schon lange. Auch wenn ich noch gesehen habe, Fernsehen gibt es bei mir nicht. Radio höre ich mal. Aber das meiste läuft bei mir eben über das Telefon. Da kannst du ja auf YouTube kannst viele Sachen hören. Videos, die sie laufen und Vorträge, die mich interessieren. Das kann ich mir alles hören. Und so verbringe ich eigentlich Zeit, die ein anderer vielleicht vor dem Fernsehen verbringt. Essen und Trinken? Selbst denke, ist da noch eine Herausforderung? Schon? Ja, ja, natürlich. Weil wenn du nicht siehst, was du isst, du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, herauszufinden, was du isst. Woll, da kommen sie, sind die Blindkuh. Dort haben sie mir mal so versäckelt und gesagt, es sei das und das, und es ist anders gewesen. Ja, ja. Ja, ganz genau. Ja. Aber da lernst du auch. Also das ist eben alles relativ positiv für mich, diese Erfahrungen können zu machen. Ja. Und ich esse fürs Leben gerne, sieht man mir vielleicht auch an. Ja, geht noch. Ja, geht noch. Ja, im Vergleich zu vorher halt, ja, ist klar. Ja, ja gut, ich bewege mich natürlich auch nur so viel. Aber was man dir auch sieht, du hast natürlich immer noch unheimlich. Also ich will dir nicht in die Arme geraten. Wenn man deine Oberarme und das Salz anschaut, dann bist du natürlich ein Kräftiger, oder? Ich bin ganz ein Friedlicher. Ja, aber ein Stämmiger und ein Kräftiger. Ja, ja, eben. Sport ist es halt. Und du hast dann den Schwarzen gehabt, natürlich. Ja, ich habe jetzt einen Schwarzen an. Hast. Nein, ich hatte ewig den Brogor. Ist doch nicht so wichtig. Weißt du, als Schwarzgurt hättest du Verpflichtungen als Trainer, als Lehrer.
das war einfach nicht vereinbar mit der Arbeit vielleicht, dass ich dort zu wenig mit dem widmen konnte. Ja. Ausrede. Und jetzt bist du viel im öffentlichen Verkehr unterwegs. Oder bist du in der Strasse hin, bist du vielleicht einmal zu Buchs, hast gesagt, Riesenberg und so weiter. Ja. Weißt du, die Nebengeräusche oder die Leute, weißt du, heute ist doch alles ein bisschen pressiert und stressig und so weiter. Das irritiert. Eben. Also vor allem laute Traktoren oder Baumaschinen, weil die Ohren sind ein Teil von meinem Sehen. Ich orientiere mich mit den Ohren. Ich merke natürlich, ob da wann ist, nur schon vom Geräusch. Ja. Da sensibilisierst du dich immer mehr. Du hörst nicht besser, aber du gehst einfach anders acht. Ja. Und von dem her ist es schon wichtig, dass ich höre, Elektrofahrzeuge, ich höre das Reifengeräusch. Ja. Das langt mir. Wenn nicht ein Haufen Lärm drüber geht, weißt du, was übertönt. Ja. Und zu uns am Strassenrand nach halt, das Rotor hat auch immer eine helle Kante. Die haben sich schon etwas überlegt, wenn sie diese Zeug bauen. Also der Trottoirrand ist hell gegenüber dem Trottoir oder der Strasse. Das ist für mich wie eine Leitlinie. Ja. Und so ist eben halt mit dem Sticky hier ein bisschen abtasten. Schreiben kannst du auch, gell? Hast du gesagt? Ja, ich dann natürlich auf der PC-Tastatur. Ja, blind schreiben habe ich mal gelernt. Das kommt mir zu gut. Kannst du es dich hin? Irgendwann schon jetzt hin? Ja, sicher. Ja. Ah, sie sind dort oben. Genau. Ah, sie sind dort im Wasserspielplatz. Genau, ja. Und ja, ich dann natürlich das meiste mit dem Telefon mit Reden. Ja. Schreiben geht schon schreiben, aber zu korrigieren wird dann ein bisschen umständlicher. Das ist dann nicht so einfach. Aber der Text, den du mir geschickt hast? Den habe ich vom PC geschrieben. Und natürlich auch mit korrigieren und allem drum. Aha. Ja. Weil ich bin ja einer, der das Zeug einklebt, dann sind wir noch einen Haufen Fehler drin, ich schaue es dann nur durch. Also, aber dein ist doch perfekt. Ich habe das so sicher noch lesen lassen und das korrigiert. Also Unterstützung bin ich immer froh zwischen dir, aber ich mache möglichst viel selber. Ja. Sollen wir nicht mal auf den Weg gehen, ein Stückchen da? Ja gut, dann ich laufe mal. Ja. Du tust einfach langsam, gell, weil die Hinterste laufen da. Ja. Du musst wahrscheinlich mehr aufpassen als ich. Könnte noch sein. Weil da ist jetzt noch hell, da sehe ich jetzt, da ist irgendwie der Rand von dem Weg. Aber jetzt der Übergang vom Hell ins Dunkel. Da muss ich dann noch ein bisschen, einen Moment, muss ich die Augen noch anpassen. Es ist natürlich nicht ein zügiges Spazieren und Laufen. Da hat es irgendwie ein Segment. Oder? Also ich kann dir jetzt sagen, also für mich langt dann das Tempo. Okay. Ja, dann höre ich da noch ein bisschen langsamer. Du kannst langsamer, ja. Und dann laufe ich natürlich, wenn man so einen Weg, wo ich weiss, geht links Loch ab, laufe ich lieber ein bisschen rechts. Und das ist jetzt schon nicht gerade so eine Stunde lang machen, weil das braucht ein bisschen Konzentration. Weißt du, jetzt normalerweise will man ja selbstständig sein, oder? Mhm. Aber wenn es da eine Wurzel oder danach einen Stein hat, wäre es gut, wenn du es da sagen würdest, oder? Ja, genau. Eben. Jetzt kommt da noch jemand. Oh ja, hast recht. Hier bist du im Weg. Zwei Kinder. Genau. Mit Velo. Hm? Genau. Drei sogar. Drei? Ja. Aber wieso hast du das gemerkt und ich nicht? Ja, gehören. Kommt noch mal jemand. Ja, schau, noch mal. Ja. Nein. Da kommt noch mehr. Ja, voll. Eben gut hören, halt. Das muss man schon. Jetzt stehe ich da ein bisschen ran. Ja. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ich habe das nicht gehört. Ich habe das voll nicht gehört. Da kommen noch mal zwei, noch mal drei. Grüezi. Hast du gehört? Also, jetzt sind sie durch. Und haben gesagt, danke vielmals. Ja, gut. Ja. Flott. Und jetzt geht es hier weiter. Jetzt haben wir wieder das Gleiche, jetzt haben wir wieder hell-dunkel, gell? Ja. Aber der Weg ist ein bisschen heller. Und durch das, ja. Geht es aufwärts hier. Ja, sobald du dich ein bisschen daran gewöhnt hast, ist es dunkel. Manchmal ist im Abend und die Sonne weg, ist für mich fast am besten. Jetzt kommt wieder jemand. Ja, die sind jetzt aber noch sicher 50 Meter weg gewesen. Ja.
Wahnsinn. Da, du, eben, also, du hast gesagt, die Ohren sind eigentlich wie deine Augen. Drei Tage. Gleichfalls, danke. Wahnsinnig. Ja. Ja, das hält dunkles Zeug schon, weißt, in dieser Kamera da, weißt, das ist dann auch, es wird dann, wenn es ins Dunkel geht, siehst du dann fast nichts mehr. Also ist schon nicht einfach. Kann sich jemand vorstellen, wie das jemand aussieht. Ja. Und du bist jetzt etwa einen Meter, anderthalb von mir weg. Genau. Und weisst, dort geht das Loch ab. Ja. Also bin ich da eher auf der sicheren Seite. Ja, da ist es noch nicht gegessen. Also gut, wenn man auf die Schnur geht, ist immer steil natürlich. Gell? Und der Weg ist... Jetzt bin ich hinter dir. Der Weg ist zum Teil dann ein bisschen schräg. Ja, genau. Aber weisst, wenn ich jetzt hier am Laufen bin, auch allein, ich muss ja nicht pressieren. Ja, schon nicht, aber gefährlich ist schon nicht. Es ist ein Risiko, klar. Ah. Und wenn du gehst laufen oder Velo fahren, die meisten haben einen Green Tune und sehen nichts oder nehmen nichts wahr. Ja. Da habe ich fast mehr davon. Und nimmst Geräusche wahr, aber du schmeckst schon, gell? Du, ja, natürlich, gell? Die Luft ist super da. Sein Sinn, weißt du, anders wird, weißt, vom Berühren, vom Schmecken, vom Lesen. Das Berühren kannst du trainieren. Jawohl. Schmecken natürlich, indem dir jemand sagt, das ist das, dann tust du den abspeichern, den Geruch. Oder ja, beim Essen. Ja. Geht genau so. Ja. Und dann kommt es noch darauf an, wie es gemacht ist, ob es gewürfelt oder geschnetzelt in Länge. Das macht alles etwas aus, oder? Kochst du noch selber? Nein, habe ich vorher nicht, wäre ja jetzt nicht. Ja. Ich werde bekocht. Oder es gibt angeschriebene Häuser, wo ich auch zu Mittag essen kann. Ja. Also am Essen habe ich noch nie müssen Angst haben. Ja, aber du bist, aber gleich, weißt, du bist mobil, gell? Irgendwie. Du traust dir etwas. Jetzt kommt wieder etwas. Hätte ich auch mal etwas gesehen, aber ich drücke mich. Ja, da sind die hinten dran. Ah, mit den Ohren gesehen, meinst du? Ja. Es ist ja schön still da. Ja. Dann kannst du das so auseinanderhalten oder auch feststellen. Ja. Wenn es lärmig ist, dann wird es schwierig. Ja, genau. Ja. Und du sagst einfach, gell, wenn wir ihn umkehren, weil es geht jetzt hier noch ein bisschen aufwärts. Dann. Ja. Also jetzt noch nicht. Und gell, schwieriger ist dann eben auch eine Kinderei, vermute ich. Nein, es wird immer einfacher. Das ist die schwierigste Passage hier. Da. Weil der Weg hier ein bisschen schmal und schräg ist. Aha, und dann richtig runkel sein. Ja, das ist eine Autobahn. Ja, aber weißt, ist es nicht dann, wenn man meint, dass man die Sicherheit gerade dann am gefährlichsten, dass man dann aufpassen muss? Klar, das ist schon so. Ja, aber eben dort nicht übermütig werden. Nein, wir kommen jetzt wieder zurück. Da. Ja. Jetzt hast du grundsätzlich mal gesehen, wie das jemand läuft. Wie er läuft, ja. Ja, genau. Und jetzt... Eben, du bist da schon ganz drüber bist schon gegangen, gell? Ja, eben, bis in die Schnecken rein. Bis in die Schnecken rein, dort, genau. Ja, aber du machst es jetzt auch nicht Alltag. Ja, nein. Wir gehen vielleicht einmal noch. Du bist ja vielfach auch noch, dass du jetzt über das Grabs dort zum Mündli herlaufst und so weiter, oder? Ja, ich würde viel ins Kaffee, ja. Da könnten wir natürlich auch noch mal ein Päuschen machen, nachdem wir gesagt haben, so gerettet und geschnorrt haben und so weiter, nicht? Dann gehen wir noch mal retour. Gut, und jetzt abwärts ist eben ein bisschen wie einfach. Aber das seht ihr mal schnell filmen, abwärts nur zum Zeigen. Ja, dann merkst du natürlich auch in der Kamera, wenn man es so auf Weitwinkel hat, es geht jetzt hier noch nicht sehr steil, aber, man hat das Gefühl, es geht das Loch ab. Es kommt dann links ein Stein, siehst du den? Hast du es gemerkt? Und es kommt dann eine Wurzel links dort. Die da. Ja, genau. Ja, und dann noch mal eine da. Dann geht es eben ein bisschen abwärts. Ja. Nein, es ist natürlich kraxeln, oder? Ja, da kommt wieder so eine. Was ist denn, weißt du, wie schnell, hast du eine gute Reaktion, dass du schon einhängst? Also, ja, halt sofort nachschauen. Ja. Also nicht noch einen. Eben. Geht schon. Aber jetzt dort links da die Wurzel, wo du gerade drüber bist. Ja, das ist... Da kannst du noch gut reagieren. Ja. Und sonst halt die Füße ein bisschen lupfen. Ja, und einfach immer auch einfach normal und lang. Also, ich meine ja. sind wir jetzt ehrlich, also, du hast noch ein Rechtstempo drauf. Ja, ich laufe eigentlich, ja, was ich etwa mag, ja. Und wenn du natürlich jetzt einen Schritt tust und dann stehst du sicher und machst dann den nächsten Schritt, dann ist es relativ gut,
problematisch wird, du machst einen Schritt und bist nicht sicher und schon der Nächste. Ja, ja. Dann ist dann die Reaktion vielleicht eben langsam. Eben, ja. Aber es ist eben der Stecken. Wenn du jetzt in den Leuten hin bist, musst du halt ein bisschen kürzen, sonst bist du den Leuten alle dabei hin. Ja, genau. Die natürlich. Um. Ja, natürlich. Hast du in einer Stadt hin mit Lichtsignalen so? Ja, die Lichtsignale sind zum Teil präpariert, dass du einen Knopf hast und dann drückst und es wird grün, dann vibriert es unten. Aha, ja. Akustisch nützt es nichts, dann hörst du nicht. Eben, gell? Und sonst schaust du, wie der Verkehr läuft. Der, der mit dir parallel geht, wenn der fährt, dann musst du nur die Rechtsabbieger vielleicht beachten. Dann hebe einfach den Stecker ein bisschen weiter für ihn. Ein bisschen, ja, ja. Dass du zuerst einmal den Septertusch überkommt. Ja, ja, ja. Bis jetzt habe ich noch nie eine Situation gehabt, wo ich jetzt wegen dem Verkehr ein Problem bekommen hätte. Im Gegenteil, auch Bauarbeiter, es hat ja Baustellen rum, en masse. Bauarbeiter sind immer mit meinen Augen am Schauen. Aha. Und helfen dir schon über die Unebenheiten. Ja, 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 ja. Eben, das sieht so einfach aus, aber ich laufe zum schnell dort durch, wo du laufst. Das mache ich mal die Augen zu. Warte, das sind mir mal 100. Ja, nein, es hat mit den Augen zu. Es ist ja, gestolpert ist es ein Fertiges. Das ist fast nicht möglich. Ich traue mich nicht. Ja, schon, aber weißt, ich meine, im Grunde genommen, eben, da hast du all den gleichen Abstand, weißt du, im Stock. Das, irgendwie ja. Musst du, wenn du im Stock vorne etwas merkst du es in den Finger und dann nachher musst du dann auch reagieren mit dabei. Ja, ja. Sicher. Und das ist dann mit der Zeit einfach so eine Gewöhnung. Grüezi. Ja, es sind jetzt zwei Leute da gewesen, das hast du gesehen, gell? Mhm, gehört. Aber gell, jetzt bist du gleich langsam übermütig. Hast du es gemerkt, der Stein, die Wurzel? Hast du das sofort gemerkt? Auch, ja, eigentlich das ist, ich habe immer Schuhe an, die relativ gut fühlen. Aha. Weißt du, nicht Holzklötz. Ja. Ja, das ist eher so Mokassin-Stil, mit Indianer. Ja. Dann hast du ein bisschen Gefühl in dir. Aber eben in dem Tempo, das du hier laufst, da bist du doch sicher am Anfang gleich ein paar Mal auf die Schnelligkeit, nicht? Nein, nie. Nicht? Nein. Eben vor anderthalb Jahren das erste Mal richtig. Ist ja für mich. Nein, sonst jetzt. Und du merkst dir eben noch etwas, wie es ist. Ja. Einen Stein einzelnen kann ich mir nicht merken. Ja, ja. Aber dass es jetzt hier breiter und wieder sicherer wird für mich, das merke ich schon. Ja. Wahnsinnig. Jetzt merkst du, dass ich gewechselt habe. Ja. Ja, sowieso. Ja. Und jetzt zum Beispiel hier hat es einen Kübel. Jawohl. Eben so, der ist jetzt so wieder, der hat eine helle Farbe. Aha. Den sehe ich recht gut. Eben, ja. Da kommt ein bisschen darauf an, was für Farbe. He? Ja, sehr. Also orange, jetzt da wäre wieder der Eingang. Ah, da siehst du sofort. Aber da weisst du es natürlich auch. Ja, jetzt da habe ich es natürlich. Ich bin jetzt zweimal hier. Ja. Und dann sind wir da an dem. Ja. Wir sind links, am linken sind wir. Ja, genau. Ja, links. Und jetzt wieder rechts da, ja. Genau. Ja, da ist der Sack. Genau. Jetzt hocken Leute an und haben schon auftischt und irgendwie glaube ich, kriegen wir da etwas über, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Siehst du noch? Schau uns, ob ein Schnitzel hat. Oh, nichts für uns, da muss man jetzt schon anders sein. Einfach ohne Wespe. Ohne Wespe. Okay. Aber Wespe hat es keine jetzt. Zum Glück. So, dann tun wir da mal unterbrechen und dann tun wir dann weitermachen Richtung Mündli. Ja? Gehen wir mal dort. Ja. Ist gut. Ja, jetzt haben wir disloziert, Heinz. Jetzt klappe sind wir in Mündli. Klappe die zweite, oder? Genau, das ist jetzt immer, genau, wir haben gesagt, klappe die erste, es ist klappe die zweite. Ja. Genau. Also, wir sind disloziert in meinem Stammlokal hier zu Grabs. Man hat 7 Tage in der Woche offen. Und da finde ich immer wieder mal einen sozialen Kontakt, um ein bisschen zu plaudern. Mich austauschen. Das ist wichtig. Ist gerade entlang von der Straße, man hört das Geräusch, das finde ich auch gut. Also, stört es Sie das? Nein, ich hocke meistens weiter hinten, wo es noch ein bisschen weniger laut ist. Weil da vorne, wenn dann die Post kommt, ist es ziemlich laut. Kannst du dich erinnern, als wir da auf das Postauto gesprungen sind? Ja. Fast nicht mehr gekommen. Hat sich einiges geändert. Ich bin früher auf die letzten Minuten, Sekunden fast, auf Post, wie du auch. Eben, meistens sind wir die Letzten gewesen. Dann habe ich dort vom Oberdorf Kohlplatz weg einen Spurt hergelegt. Das ist jeden Morgen ist das mein Leichtathletik-Training gewesen. Vollgas.
Ja, weißt du, dann 54er und 53er. Und ich glaube, irgendwann haben sie aber noch die Posthaltestelle ein bisschen verlegt. Weißt du, vorher war ich dann dort auf der Kilby Brücke und dann ja, ist dann der Weih gekommen. Ja. Dann haben wir noch mehr müssen springen. Ja, auf jeden Fall. Es hat dann meistens gelangt und sonst hat es noch einen erwarmen können und hat mich mit dem Auto stopp mit auf den Bauhof. Also ja, selten einmal bin ich spät in die Firma gekommen. Aber hier auf Post schon ab und zu. Und das habe ich dann irgendwann mal geändert. Und jetzt sowieso. Präsieren geht gar nicht, wenn du nicht mehr oder nur mehr gut siehst. Wenn du präsierst, gehst du um. Genau. Und selbst, ja, selbst habe ich ganz zuerst, als ich mit dem Stock geübt habe, habe ich gemeint, noch schnell auf den Bus. Und dann hat die, die mich betreut hat, gesagt, halt, stopp, der nächste Bus. Weil ich wäre gerade in der Baugrube. Also voll Karacho. Meint, ja, ja, geht schon. Mhm. Ja, kannst du dir denken. Ja, gut. Also. Und treffen mit Freunden, also das ist immer noch möglich, jetzt so da. Das ist, weißt, ja. Ich habe das Gefühl, der Hock ist einmal da zwischen denen hin. Ja, ja, hast gute Kollegen da. He? Ja, es sind einfach Bekannte, ja, die man immer wieder trifft, immer etwa die gleichen. Und ich gehe viel, eben sagen wir mal, im Vortrag oder jetzt schon auswärts, wo mir halt jemand mitnimmt. Tanzen? Ja, gelegentlich, ja, da hätte ich noch gerne mehr. Und hier in der Nähe hat es einen Seniorentanz, wo man gehen kann, am Nachmittag. Ich bin ja mittlerweile Senior, also. Und die Männer sind immer gut gefragt, weil es hat immer zu wenig Männer, die gerne tanzen. Ja, bestimmt. Ja, und von dem her, ja, ist das schon eine Sache, die ich gerne tue. Mich bewegen zur Musik. Und selber ein bisschen Musik machen mit der Handorgel. Eben, also hast du schon alle wieder ein gemacht, gell? Ja, alle wieder. Vor gut 30 Jahren habe ich angefangen. Ja. Spät. Aber ich habe gelegentlich nehme sie die Finger und dann tue ich einfach für mich. Früher sind wir noch regelmässig in Stuben irgendwo miteinander spielen. Und von dem her, ja, ist auch ein Zeitvertrieb, wo ich mein Hirn nicht brauche. Jetzt hast du es vorher blind gemacht. Ist bei dir oder bei mir? Nein, das war wahrscheinlich das Telefon da. Ja. Aber das kann jetzt warten. Eben, das ist ja gut, kann man zurücktelefonieren, gell? Ja, ja, das ist bei mir einfach. Das ist alles gespeichert und ich habe auf die Liste und dann redet es mir, wer es da angerufen hat. Aha. Dann drücke ich drauf und dann ruft es zurück. Sind das Spitzen? Also, weißt du, könnte sie das App drauf tun, bei mir, oder? Ja, natürlich gibt es Möglichkeiten auf jeder Art von Telefon, aber Apple hat jetzt hier ein spezielles, ja. Das nennt sich Voice Over. Aha. Also Stimme über den Bildschirm, das verfolgt. Das ist ein ganz normales App in dem Fall. Es ist ein integriertes App im Telefon. Ja. Das verfolgt meine Finger und weiss, wo ich bin und sagt mir, jetzt bist du auf dieser App oder auf diesem Menüpunkt. Dann kannst du mit Doppeltippen oder mit Wischen, mit den Fingern wie Wischen, hast du das Typ bei denen. Da habe ich zwei Wochen geübt in einem so Trainingscamp. Das heisst, vom Morgen bis am Abend, 6-7 Stunden am Tag, nur mit dem Telefon die Applikationen kennenlernen und wischen. Mit dem Finger sauber streicheln. Weißt du, das tut es nicht. Komm, zeig mal, wie hast du gestreichelt mit dem Finger? Ja, einschalten. Ja. Dann muss ich so freischalten. Ja. Mit zwei Fingern komme ich jetzt hier zurück. Und gehe nicht zu aus und dann. Numbers, Laden, Seite 2 von 4, einstellbar, Seite 3 von 4. Mit drei Fingern wisch ich um mich. Ja. Du zeigst dir, was du da am Trinken bist. Irgendwie. Erkennst du das? Hätte ich mit der App, die ich vorher gelesen habe, jawohl, könnte es mir jetzt Szenen ein bisschen beschreiben oder wenn ich jemanden fotografiere. Sagt mir, wie alt das der jemand ist, ob Mann, Frau und ob sie gut drauf ist oder nicht. Komm jetzt, zeig mal auf mich. Ja, du hast natürlich jetzt die Kamera vor dem Gesicht. Ja, ah, dann müsste sie auch nicht. Ja. Nein, dann sagt es dann vielleicht 70-jähriger Mann. Ja, mit Kamera vor dem Gesicht. Ja, 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 nein. Es hilft ein bisschen, aber es ist jetzt nicht wirklich. Ja. Oder Farben erkennen, kann ich so herheben. Was machst du jetzt, wenn es mal ausfällt, das Handy? Ja, da muss ich halt auf herkömmliche Art fragen und mich dadurch meistern. Ja. Geht auch.
eben, man will es heute nicht als Privatfrage und so weiter. Weißt du, wenn einem so etwas passiert, wie sieht denn das noch finanziell aus? Weißt du, also vom Wohnen, vom Essen, weißt du, vom Durchkommen in der Pension? Ja, da darfst du halt die Versicherungen, die du hast, dann mal anfragen, wie das aussieht. Und da hat sich meine Frau schon gut darum gekümmert. Also ein Lob. Ohne Unterstützung geht es dann sehr mühsam. Ich war ja dann noch nicht im AHV-pflichtigen Alter, ich bin also mal unter die IV gegangen. Aber bis das läuft, dann geht einmal ein Jahr um mich, oder? Und in dieser Zeit musst du ja irgendwie leben und Geld haben. Ich habe dann die Pensionskasse habe ich mir halt auszahlen lassen und habe dann von dem Geld einmal gelebt, bis dann auch die Rente gekommen ist. Irgendwie gibt es immer Möglichkeiten, aber man muss sie bewegen. Ja. Ins Handeln kommen. Wir können noch lange reden, wir machen sicher wieder mal irgendetwas, wenn man einfach dort schon hergeht und so weiter. Aber es wäre so eine meiner letzten Fragen. Eben alt werden oder vor allem, wenn so etwas passiert, ja, das braucht einfach auch Mut, gell? Sehr viel. Ja, ja. Mut und annehmen, was ist. Und von dem her geht es besser, als wenn es verweigert ist und denkst, ach, ist jetzt das eine missliche Lage. Geht nicht. Dann hast du es immer schlechter. Und es geht so viel mehr, als man denkt. Aber es braucht einen entsprechenden Typ, der halt sagt, ja, ich gebe nicht so schnell auf und mache weiter. Für das war der Sport vielleicht auch gut gewesen. Ich habe ja Wettkampfsport gemacht, wo es darum gegangen ist, ja, sich zu beweisen, selber. Ego, oder? Ja. Ja, die Wespen sind immer freundlich. Und das hat mir schon geholfen, wo, weißt, dass du ein bisschen beißen kannst. Und so geht es jetzt. Das ist nicht nötig, ich brauche die nicht. Ja, zum Beispiel die Wespe im Moment. Ich sehe es ja nicht, wenn ich jetzt etwas esse von außen oder trinke. Ja, ja. Trinken normalerweise nur mit Röhrchen oder etwas, das ich zumachen kann. Kaffee ist gerade so grenzwertig, aber den haben sie nicht so gern. Ja, also sie ist jetzt hier ohne dran. Ich sehe sie jetzt nie einen, wenn sie Moment. Wenn sie umschießt, ja, dann sehe ich schon eine Art Schatten vorbei. Ja. Ich muss einfach den Zeh ein bisschen zusammen, dass es nicht verschlucken. Nein, es muss einfach achtsam sein. Achtsamkeit ist das, was du trainieren kannst. Und das ist schon das grosse Plus am Ganzen. Also wenn mir mal etwas passieren würde in dieser Art, ich würde ihn als Coach einsetzen und fragen. Hey, hast du die Anfrage schon bekommen? Weißt du, als Mutmacher, als Coach? Du hast wirklich einen Mut? Ja, nein. Ja. Es hat natürlich, ich habe sie auch gebraucht, oder? Eben ja. Die erste Zeit, als ich dort mal im Blindenheim war, hatte ich auch Coaches, die mir zeigen, wie es geht. Ja. Und wie du lernst, mit den Fingern oder mit den Händen zu schauen, oder? Wenn ich in eine Schublade nie lange, kann ich anhand von was ich fühle, kann ich sagen, das ist jetzt ein Messer oder eine Gabel. Das ist noch einfach. Aber dann noch Gegenstand, wenn sie dann nicht am gleichen Ort sind, ja, hoffnungslos, um die zu suchen, dann bist du alles am Durchneuseln. Geht nicht. Ja. Einfach ordentlich ist gefragt. Was ist dein grösster Wunsch, Heinz? Das wäre so meine letzte Frage. Mein grösster Wunsch? Ja. Ja, natürlich will ich die Welt wieder sehen, wie sie sich verändert. Und da habe ich noch ein Projekt. Ich habe es noch nicht aufgegeben, dass es so bleibt. Obwohl die Augenärzte sagen, das ist es so. Das ist eine schlechte Prognose, aber ich glaube denen nicht alles. Ich habe noch eine Variante, dank dem ja viel im Internet ein bisschen am Googlen und am Stöbern bin, habe ich da einen Weg gefunden, wo es vielleicht eine Möglichkeit gibt, aber die will ich jetzt hier nicht näher erläutern. Ich bin darum noch neue Sprache am Lernen, weil ich die Sprache können. Ich muss dort in ein anderes Land gehen. Und das ist gleichzeitig auch wieder Beschäftigung für mich, für den Kopf, Geist. Ich weiss, was für eine Sprache es ist. Ludwig Schergold, ich sage es jetzt auch nicht. Mhm. Aber da werden eben vielleicht einmal ein bisschen eine Folgesendung. Ich möchte es gewinnen. Wäre genau. Super, wenn so etwas möglich wäre. Und ich habe dort sehr zuversichtliche Berichte gehört. Also Leute, die noch 5% gesehen haben, die haben wieder 95-90% gesehen. Ist natürlich immer die Frage, was der Augenschaden war. Ja. Das ist schon, muss man schon unterscheiden. Und die Reiserei war im Moment auch nicht so interessant gewesen. Also darum lerne jetzt mal die Sprache und warte halt. Super. Ich habe am Sinn, eine Weile zu leben. Ich habe ja die Chance nicht bekommen, einmal jetzt. Sonst wäre es vor 5 Jahren schon fertig gewesen. Also ich war kurz davor gewesen.
Und darum freut mich das Leben. Ich geniesse es. Jeden Tag, jeden Moment habe ich es gut.